Habt ihr irgendeinen Wunsch? Seht ihr hier irgendwas, wo ihr sagt, das muss ich unbedingt spielen? Ihr seht ja, ach komm, machen wir das, komm, das ist doch geil. Habe ich mir gekauft aus einem Spaß heraus. Warum nicht? Wie heißt das nochmal? Yakiniku Simulation. Okay, Yakiniku. Ich muss das kurz mal in der Streaming-Info bearbeiten und ändern. Das habe ich mir, glaube ich, für 1 Euro oder so gekauft, weil ich super Fan bin von diesem. Ist das koreanisch? Ich weiß es nicht, aber dieses. Ja, dieses Gegrille am Tisch finde ich wahnsinnig toll. Das habe ich schon ein paar Mal hier in München, in München, hier in Berlin gemacht. Moment, kurz mal. Yakiniku Simulation. Gibt es auch in der Stream-Info. Bin ich jedes Mal wieder überrascht, was man da alles findet. Da gibt es einfach alles. Ja. Ich habe auch schon früher für die PlayStation 1 habe ich mir schon, deswegen ich bin wirklich, klingt blöd, aber ich bin wirklich Fan von dieser Art von Spiel. Deswegen habe ich es mir auch geholt, weil ich mir das schon für die PlayStation 1 damals in Japan gekauft habe, eine Grillsimulation. Das hat mir voll gut gefallen. Deswegen dachte ich mir, ja, warum nicht? Warum spielen wir das nicht mal? Kurz gucken, ob ich Vollbild machen kann. Genau, Vollbild an und Challenges. Dann gucken wir doch mal, was hier auf uns wartet. Kein Ton? Ist das normal? Ah, oh, ist das geil, oder? Oh, ich gehe heute zu einem sehr guten traditionellen Vietnamesen hier in. Oh, verbrannt. Okay, gut. Zu einem traditionellen Vietnamesen. Und da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Jetzt kriegt ihr alle schon direkt Hunger, ne? Erzählt mir nichts. Und das ist so nice. Also wenn ihr irgendwo bei euch koreanisches Barbecue haben könnt, probiert's mal aus. Ja, jetzt ist perfekt. Und jetzt, was macht man damit? Es ist ja wunderschön. Aber man muss eigentlich wirklich nebenbei was essen. Na, Lago 91, auch schon Hunger bekommen. Danke für das Prime-Abo. Warum nicht mal einfach eine Runde grillen? Einfach ganz gemütlich grillen ist ja ein großes Hobby des Deutschen. Ah, leider, aber jetzt würde der Deutsche erst richtig, da fängt der Deutsche erst richtig an. Da schmeckt es der Kartoffel dann erst richtig gut. So, einmal noch. Ich weiß ja gar nicht, was eigentlich die Aufgabe ist. Wir haben ja Time Attack, also wahrscheinlich, wie viel kann ich braten? Yakiniku ist japanisch, nicht koreanisch. Ja, wie gesagt, ich war mir gerade nicht sicher. Es gibt halt auch koreanisches Barbecue. Das ist auch nicht so viel anders. Ach komm, Scheiße! Okay, das war nicht gut bisher. Kann ich denn auch mehr braten? Alter, ich kann ja sogar noch mehr. Okay, geil. Zack, 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 zack. Also das ist jetzt japanisch. Ich war einmal auch, oh. Ja, leider nur 9.954. Ich war einmal mit meinen Eltern. Wir waren einmal, also ich war mehrere Male in Japan und ich weiß aber nicht genau, ob das mit denen war, aber ich glaube schon, auf jeden Fall war ich sehr jung und wir hatten, das war so, deswegen glaube ich, das war koreanisch, aber ich weiß es nicht. Das war einfach so eine riesige große Platte, kennt man ja auch so aus manchen Filmen und auf dieser riesigen Kochplatte saß man drumherum und dann ist da der Koch und macht so ganz fachmännisch und künstlerisch, macht der das geile Essen und. So geht es die ganze Zeit. Und das fand ich so geil. Das hat mich so. Das ist jetzt 30 Jahre her und länger noch. Und ich denke trotzdem immer noch dran. Und will das seitdem immer wieder mal haben. Aber das Einzige, was ich immer wieder sehe, sind diese typischen Rostgrill. Also auch mit so diesen, wo dann drunter die Kohle ist. Aber was ich irgendwann gern noch mal essen würde, einfach nur, weil es so eine Kindheit, so eine krasse Kindheitserinnerung für mich ist, ist diese heiße Platte. Und ich weiß eben nicht, war es koreanisch, war es japanisch. Ich weiß es leider nicht. Das ist, ich war schon so alt, also ich war schon so jung und schon so lange her, dass ich überhaupt nicht mehr sagen kann, wo das war. Aber ich habe eine ganz, ganz prägende Kindheitserinnerung daran,
Da muss ich 8 oder so gewesen sein. Und ich weiß noch, dass ich zu doof, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich Stäbchen hatte. Und ich war zu doof für Stäbchen. Und die hatten keine Gabeln oder Messer. Also die hatten keinerlei, die hatten einfach wirklich das nicht. Und dann haben die mir, das habe ich auch schon ein, zwei Mal erzählt, dann haben die mir diese zwei Stäbchen genommen, so ein Gummi drumrum und in die Mitte noch ein irgendwas, weiß ich nicht, irgendein Stück Pappe oder so. Und dann konnte man das natürlich wie so eine Zange mit so einer Spannung konnte man das dann auf und zu machen und so habe ich dann diese Leckereien gegessen. Und es ist, ja, japanisch, ne? Genau. Ich glaube, es war japanisch. Ich weiß es aber nicht. Ich war selbst halt ein paar Mal schon in Japan, aber meine Eltern sind früher ständig irgendwo hingefahren, immer irgendwo rumgereist. Schön die Umwelt versauen und die Kohle ausgeben, damit der Sohn nichts hat, weder Umwelt noch Geld. Und ich bin da halt, am Anfang bin ich, war ich da noch dabei. Und dadurch habe ich relativ früh ganz viele Länder gesehen und das ist auf jeden Fall eine der markantesten Erinnerungen. Mann, ich liebe das. Komm, wir machen es nochmal. Komm, wir machen nochmal. Wir machen jetzt nochmal richtig. Jetzt machen wir nochmal richtig. Wie gesagt, ich empfehle euch das sehr für euer nächstes Essen. Hier einfach mal zu gucken, was gibt es bei euch in der Umgebung. Und das ist schon sehr fachmännisch, glaube ich, dass man das richtig macht. Das kann man auch sehr verkacken. Ah, nö! Ah! Mal gucken, wie viel man noch... Ich meine, jetzt habe ich immerhin ein paar richtig gemacht. Was? Das ist doch euer Ernst. Die sind doch nicht alle gleichzeitig gerade in Flammen aufgegangen. Ich habe die doch danach... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das könnte gut werden. Nein! Ach komm, eben war er noch nicht okay und jetzt ist er verbrannt. Dieses Feuer ist nicht mein Freund. Mh. Oh, ich krieg so Hunger, Leute. Aber das ist ganz gut, weil ich gehe danach ja eh essen. So kann man sich echt Hunger machen, ne? Ich wette, die Hälfte von euch schielen gerade in den Kühlschrank und überlegen sich, was sie machen können. Das waren gute Punkte. Ich bin gespannt, ob es hier noch andere Missionen gibt oder ob es wirklich nur diese Fleischlappen gibt, die man da so drauflegen kann. Normalerweise legst du da ja alles drauf und dann packst du es schön hier mit dem Salatblatt irgendwie dir in den Mund. Nein! Das ist ja eine mega Verschwendung, die ich hier gerade mache, aber man muss es manchmal einfach riskieren. Alles falsch gerade. Viel zu krass gewendet die ganze Zeit. Aber ist das die Wende für mich? Nein! Nein! Einmal hätte ich es gern noch. Zu spät, ne? Komm, mach. Brutzel, brutzel, brutzel. Okay. Roh. Na, seht ihr? 7197. Es geht schon weiter. Es wird schon besser. Aber ich habe so einen Hunger. Das kann man nicht lange spielen, glaube ich. Okay, wir machen mal kurz. Gibt es hier bei den Challenges Time Attack? Ist da was anderes? Ach nee, okay. Ah, okay. Ich verstehe, wie schnell man das hinkriegt. Okay, dann machen wir das mal. Oh Mann, ey. Hunger, Hunger. Der Hunger ist endlos. Und diese Essgeräusche die ganze Zeit. Irgendjemand isst virtuell und wird nie satt und isst einfach endlos. Hm. Aber ich mache hier ganz gut Punkte. Also das eine wird super schnell angebraten, merke ich gerade. Komm. Das hat was Meditatives, oder? Es hat so ein bisschen hat's was von
Meditation. Man hört so das Brutzeln, man hört das rhythmische Essen. Das sind auch so Belohnungsgeräusche. Das Brutzeln hört jeder gerne. Und dieses, naja, manche, die mit Misogonie. Nee, das ist was anderes, ne? Aber ich meine, es gibt ja diese Geschichte, dass Leute Schmatzgeräusche nicht ertragen. Da ist das vielleicht jetzt nicht perfekt, aber jedes Mal, wenn man im Stream ist, hört man von diesen Leuten, es hat irgendwas mit Miso, ihr werdet es mir gleich sagen. Ah! Misogonie? Nein, ne? Das ist was anderes. Misophonie, so. Mmh. Oh, ich krieg so einen Hunger. Wir haben es ja gleich, wir haben es ja gleich, wir haben es ja gleich. Boah, ist das heiß, Alter. Das brutzelt einen ja sofort weg. Das kannst du gar nicht so schnell essen, wie es fertig gemacht wird. Also diese kleinen runden Scheiben sind die geilsten. Die werden sehr schnell fertig. Oh, komm, ey. So, das ist das Letzte. Wundervoll. Platz 764. Das müsst ihr erstmal schaffen, meine Freunde. Exit to Main Menu. Also das ist tatsächlich, wenn ich mal irgendwann sowas mache wie einen, da mache ich den Free Mode, wenn ich mal sowas mache wie einen meditativen Tag, wo wir einfach nur uns, weiß ich nicht, mit beruhigenden, meditativen, schönen Spielen befassen. Da habe ich tatsächlich einen ganzen Steam-Ordner nur dafür schon vorbereitet. Irgendwann werden wir den mal machen und dann werden wir das auf jeden Fall auch spielen. Dann werden wir einfach mal 3 Stunden lang schön meditativ uns mit Geräuschen beschäftigen. Okay, muss ich gerade mal gucken. Man kann es also noch heißer machen. Okay, dann gucken wir doch mal, was hier diese Fettstücke. Oh, wie die schöne Maserung auch, ne? Das ist bestimmt richtig gutes Kobe-Rind. Fuck. Es ist halt perfekt, kurz bevor es verbrennt. Das ist natürlich ungeil. Wollen wir mal gucken, welches davon am schnellsten brennt. Na, ich würde sagen, das hier. Das brennt vor allen Dingen beidseitig durch. Ey! Mmh. Ah, ich darf auch nicht vergessen, dass wir auf Stufe 5 gerade hier auch brutzeln. Es ist natürlich nicht gesund, ne, weil man so viel Fleisch isst. Aber wenn ihr das einmal probiert habt, ey, da haut man ja auch noch Sößchen dazu. Da macht man so viel Kram noch dazu. Du isst natürlich nicht nur Fleisch. Ich in diesem Fall mache das so jetzt hier. Weil wir haben ja nichts. Ach, kann ich da? Ah, seht ihr, ich kann da sogar. Kann da sogar einfach so draufklicken. Okay, also ich höre jetzt auf. Keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. I am Baum 1. Du kannst dich jetzt wieder zurücklehnen, denn wir werden jetzt. Okay, einmal machen wir noch. Einmal machen wir noch auf 1. Mal so langsam brutzeln, aber dann höre ich auf. Ich wollte es nur einfach mal ausprobieren. Ich habe es schon lange in meiner Liste. Und es kostet auch, glaube ich, nur 1-2 Euro. Aber das ist wirklich die Art von Spiel, die ich irgendwie gerne ausprobiere. Ich habe ja auch mal Hot Pot for One gespielt. Findet ihr auf YouTube. Und das ist auch im Grunde ähnlich, nur mit Hotpot. Mmh. Oh, das ist schön gemacht. Eine sehr schöne Grillsimulation. Das ist eine gute Frage. Warum gibt es eigentlich für die Deutschen keine klassische Balkongrill-Simulation? Ich meine das jetzt gar nicht belustigend, sondern ich meine das jetzt ernst, weil das deutschen liebstes Essen ist doch der Grill. Und was der Deutsche auch sehr gerne macht, sind Simulationen spielen. Das wäre doch jetzt die perfekte Synergie, oder? So den Holzkohlegrill, wo du auch den Moment abpassen musst,
ab wann die Kohle weiß ist, dass sie wirklich auch heiß ist und dass man es nicht so giftig ist. Und dann haust du da deine Würstchen drauf. Dann kommen von links rechts ständig Anforderungen. Hier hast du noch eine Geflügelwurst. Hier hat schon jemand bei dem Hähnchenschenkel gesagt, dass er den haben will. Und du musst das alles so ein bisschen quasi verwalten, während du im Hintergrund hörst, wie die Leute immer besoffener werden und Streits vom Zaun gebrochen werden und Leute sich am Nudelsalat vergiften. All diese Geschichten hörst du quasi nur so im Hintergrund, während du dich auf den Grill konzentrierst. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. Und wenn ihr programmieren könnt und wenn ihr den Simon Kretschmer Grillsimulator mit mir zusammen bauen wollt, zu 99%, ihr, ich gebe den Namen und euch einen Teil des Umsatzes, dann meldet euch doch bei mir. Das ist jetzt fast sogar ernst gemeint. Ich würde wirklich gerne so einen Grillsimulator für die Deutschen machen. Ihr denkt, der Autobahnsimulator hat sich gut verkauft, dann wartet mal ab, bis ihr den Balkongrillsimulator bei mir seht. So, was ihr jetzt seht, German Grill Instructor. Nee, German Grill Destructor. Ja, nicht schlecht. Also, das ist gar keine so dumme Idee. Ich werde da nochmal weiter drauf rumdenken, während ich jetzt 3 Minuten lang kurz pinkeln gehe. Währenddessen gibt es für euch eine Werbepause. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Und dann spiele ich nochmal was anderes. Ich weiß noch nicht was. Wir werden zusammen was finden. Aber ich muss jetzt wirklich dringend aufs Klo. Bis gleich.